gouf jo an den letzten Jahren viele Reformen am Lycée, mit der Frau von Haut dreht sich eben, was geschieht nur im Lycée. Wie sind die jungen Leute darauf vorbereitet, für die Universität zu gehen? Wie ein Diplom, haben sie, was steht auf dem Diplom? Wie sind hier Kenntnisse zertifiziert? Sind sie prozedural auch darauf vorbereitet? Wie können sich den Admissionsformalitäten an den bestmöglichen Umständen zu stellen? Aber wenn das nicht der Fall ist, was kann ihn eventuell verbessern, wie den Übergang vom Enseignement secondaire und Enseignement supérieur zu verbessern? Das sind natürlich eine Reihe Aspekte, wie die Orientierung, die Information und Präparation. Wir stellen nur mal ein paar Fragen für eine Diskussion an dem Zusammenhang lo unzufangen, weil lo bis zum Juli haben wir ja eventuell noch nach Möglichkeiten, die eine oder andere Maßnahmen zu treffen, für den Übergang gut zu gestalten. Das ist das, die Organisation von den No-Examen. Nun das Problem, dass die No-Examen DAX ganz spät gemerkt haben, am Hirsch, bis dann die Resultate vierleihen, feiert das dazu, dass verschiedene Prozeduren einfach zeitlich nicht mehr können angehalten gehen. An die erste Frage, die man der Regierung wollte stellen, also die möglich, die No-Examen zeitlich mehr nur bei den Examen selber zu lehren, geht, dass Leute müssen kompensiert gehen für Arbeit an den Vakanzen. Mir auf jeden Fall so, dass den Delay zwischen Examen und No-Examen so kurz wie möglich kann gehalten gehen. Das zweite ist, das, was im Aufschlussdiplom steht, respektive was Schüler zertifiziert kriegen, wenn sie aus dem Lycée rausgehen. Am Premiersexamen, wo da steht natürlich die Fächer mit den Noten, muss auch geguckt werden, was von den Deuxièmes-Fächer ob den Diplom stehen könnt. Und nicht nur, müssen drauf stehen, wie ein Fächer Premier und Deuxième gemerkt ist, respektive mit welchen Noten, eben auch alke seine Beschreibung von dem, was wirklich von den Schülern gefragt ging. Das auf den Universitäten, dass ich so genau wie möglich kann nachvollziehen, was die Schüler auf welchem Niveau gemerkt haben. Auch das, wenn so, so können dann ein kleines Supplement erklärt, gemeint, auch das für ganz hilfreich, wenn das schon viel gesehen ist, umso besser, wenn nicht, dann soll den das aber machen. Wir denken auch, dass das ADR, dass wir den Diplom hier am Land sowieso auch sollten auf Lützeburg verteilen, mit dem niemand nicht bemerkt. Qualifikation müsste gut wie möglich sein, und dafür wäre es auch vielleicht sinnvoll, dass in den Schüler am Lycée an den Schlussklassen optional, neben dem, was vorgesehen ist, an den normalen Sektionen, das ist ja auch für kürzere mit mir verschafft, dass optional auch Zusatzkuren immer sollen möglich sein, für das Leistungsniveau in einem Fach noch weiter zu erheben, wenn ich das will, respektive auch Fächer machen, die bei einer Sektion nicht vermittelt gehen oder nicht auf höherem Niveau vermittelt gehen. Ein klassisches Beispiel wäre immer, freiwillig zusätzlich Mathematikstunden auf einer Sprachsektion zum Beispiel oder freiwillig zusätzlich Sprachqualifikationen auf einer Wissenschaftssektion. Das ja am Stundenplan auch in der letzten Lissis-Reform durch eine gewisse Flexibilität vorgesehen. Wir haben die Idee, für die Leute zusätzlich, freiwillig, optional, neben der Schule zu erleben, durch zusätzliche Qualifikationen noch dabei können zu machen. Die Sprachkompetenzen muss ihn auch können zertifizieren. Das ist ja so, dass Lützeburger Professoren nicht immer die Erlaubnis haben, für ausländische Sprachentester können zu machen. Den Töffel am Englischen oder am Französischen, Deutschen, was eben so ein internationales Italienisch, was eben ein internationales Sprachenexamen vorgesehen ist, du musst den drauf hinschaffen, dass vermöglich Lützeburger Professoren auch die Autorisation haben, das zu machen, sie wird am Institut National des Langues oder sonst an den Lyceen, wir können die Zertifikationen auszustellen. Nicht nur die Grandes Écoles haben so Konkuren, und das ist ja wirklich begrüßenswert, dass am ersten nach der Lycée lo extra Vorbereitungskuren für die Grandes Écoles angeboten gehen, aber auch immer mehr Universitäten machen Konkuren für Leute zu rekrutieren. Und es soll den sich überlegen, ob in den ersten nach der Wien jetzt auch kann ein bisschen ausbauen für auch Abnahmekonkuren von anderen Universitäten, mal ein bisschen einem anderen Curriculum vorzubereiten, dass den Leute auch ob so Konkurren kann vorbereiten und ob ihnen das Angebot nicht nach kann im anderen Fächer du willst erweitern. Ich denke zum Beispiel an ein Latinum, weil viele Leute, ob einmal Geschichte studieren, merken, dass sie müssen ein Latein nachholen, just als ein Beispiel. Es wäre du willst vielleicht gut, wenn auf der Basis von dem ersten nachher Modell das nach könnte erweitert gehen. Dann
d'Orientation postsekundär auch du und Lisse eine eigene Aufgabe kriegt, und du stellst dich vor, von der Ausbildung von Orientateuren, weil die, das ein CDS nicht mit bedeligt, das ist ein IFAN, vorstellt sich, sollte ein CDS nicht auch mit bedeligt gehen, für du eine bestmögliche Koordination und Vorbereitung von der Orientation zu ermöglichen, also sollte ein CDS nicht selber auch personell abgestockt gehen, für du auch die Defizite, die man in den letzten Jahren hatten, besser abzufangen. Meine Damen und Herren, merci auch dem Ferner Kartheiser für die Frage, die natürlich als große Aufmerksamkeit hat, nicht nur unter dem sie gestaltet gehen lassen, wir eigentlich die ganze Legislaturperiode tun wir uns mit Fragen von Orientation befasst, meine Gesetze über die besondere Orientation gestimmt an der Chamber, wird auch nur Kraft getreten, also in besondere Orientation, die ganz viele Service, die an der Orientation tätig sind, die zum Teil dem Bildungsministerium erstellt sind, zum Teil dem Ministerium du Travail et de l'Emploi erstellt sind, zusammenfasst wie ein kohärentes Demarche, ein kohärentes Offer, Informationsoffer, auch Schüler, aber auch in der Wurst, können zu gehen. An dem Gesetz war auch schon verankert, dass alle Schuldobligationen zu einer Demarche der Orientation zu gehen wollen. Orientation ist so nichts, weil man an einem Mittag an der Maison de l'Orientation möchte. Orientation ist auch nichts, weil man denkt, während einem Stage möchte von 2 oder 3 Wochen. Orientation ist ein Prozess, wo junge Menschen selber kennenlernen, sein Interessensgebiet detektiert, sein Talente entdeckt und auch selber sich damit auseinandersetzt, was will ich mit meinem Leben machen, und wo gesinn ich mich, wo gesinn ich mein Rolle dran, an was kann man Satisfaction gehen am Leben. Und das ist etwas, wo Zeit braucht, aber wo der Schüler muss daran begleitet gehen. Und dafür haben wir decidiert, dass an alle Schulen eine Zellulorientation soll gegründet gehen, wo Leute, die Enseignieren oder Professoren, wo Leute aus der Equipe Socio-Edukativ, die Schüler auf andere Manieren kennenlernen, an ganz konkret Offerte machen, an nicht nur kurz vier und enger Phase orientiert geht, 400 Quatrième, 400 Troisième, oder dann noch 400 Première, mehr eigentlich über den ganzen Schulparcours welche Offerte machen, wo die Jungen sich kann selber entdecken. Und da das etwas wird, für durch schon ganz viele Schulen auch gemacht und allein durch die gesetzliche Obligation, die wir am Gesetz verankert haben, überall muss gemacht gehen. Wir haben ja im Kontext von der Reform vom Lycée auch das Premier-Examen reformiert, für den Examen, der aussteht, für die erste Kehr am Enseignement Secondaire Classique, für das Jahr drauf dann auch als Reform um W für am Enseignement Secondaire General, die nun selbst das Schema wird auflaufen. Am Hundert für allem gemacht, für den jungen Primaner hier aus dem Land besser Chancen zu gehen, auf den Universitäten umzukommen. Wir haben 1200 Fächer, wo ein schriftliches Epreuve am Examen gemacht wird, haben wir auf 6 reduziert, für irgendwie komparabel zu sein mit dem, was dann alleine haben wir allein noch immer irgendwie unterstützt vom Plotter mit 6 Fächer, die schriftlich müssen belöst gehen an einem Abschlussexamen. Wir waren in Hannover auf 8, ob 10 oder haben Sie sogar 12 Fächer schriftlich prüfen an einem Premier-Examen, wissen wir, dass man sich vielleicht auf die einzelne Prüfung nicht an dem muss Kaffee bereden, aber vielleicht liegt unter dem Leid, was die Kollegen, die nicht besser sind, an einem anderen Land, wo sie nur 6 Prüfungen müssen machen an einer kurzen Zeit, das kann erreichen. Aber wenn wir wissen, dass wir die Mention haben, also den Notendurchschnitt, den am Premier-Examen kriegt, respektive am ganzen Jahr haben, zertifiziert kriegt, kann ausschlaggebend gehen, ob ihr noch bei einer Universität dran könnt oder nicht, der eine oder der andere, ob ihr an dem Fach oder an dem Fach kann, ungeholt gehen, als das aber etwas, wo eine gewisse Inegalität bestanden hat, die haben wir aus der Welt geschafft, und das wird dann für diesen Jahrgang schon gelten. Wir haben gleichzeitig auch ein Komplement-Diplom geschafft, weil heute wissen wir, dass ganz viele Universitäten eben nicht nur mehr auf den Diplom gucken, nicht nur mehr in eine Mention gucken, egal wie gut das ist, mehr, dass sich die ganzen Studenten gucken, bis hin zu Vorstellungsgesprächen quasi, die muss absolvieren, erinnern, ob der Uni kann angeschrieben gehen, da doch ein Dossier muss hinterlöscht gehen. Und dafür ist das, was dir heute gefroht tut, als Realität, für das Jahr schon, für die erste Kehr am Enseignement Secondaire Klassik, und auch das Jahr drauf am Enseignement Secondaire General, dass wir die Fächer dokumentieren, nicht nur die von der Premier, sondern auch von der Deuxième, weil es zum Beispiel wichtig ist, dass wenn ich eine Fahrer auf der Premier nicht mehr hat, aber zu weisen, dass ich das auf der Deuxième hat,
an auch beschreiben, wat kontinuieren, wir sind an dem Fach, wat ob der Klasse enseigniert gouf, an auch die Finalität von der Sektion zu beschreiben, weil man nicht können davon herausgehen, dass irgendwo, jeder weiß, wer eine B-Sektion oder eine D-Sektion dann ausmischt. Wir Lützebäuer, wir wissen nicht, mehr an den ausländischen Universitäten als das natürlich noch etwas ähnlich das. Aber bei dem Komplement und Diplom geben wir auch eine Möglichkeit für die Schule oder auch die Schüler selber kann festhalten, wer denn auch nach außerschulisch alles gemacht hat. Die Schule zum Beispiel kann festhalten, dass wenn in einem Schülerkomitee war, das war schon echt Hilfskur gemacht und bis hin vielleicht sogar vier Stufen von einem Fliegerschein, von einem Flugschein gemacht und wenn das über das schulische Programm gelernt war, das automatisch auch noch auf die Komplement stehen könnt, an den Schüler auch noch inzitiert wird, alles das, was ziemlich weit weg von der Schule ist. Wenn der Monitor an der Scouten werden, wo auch immer, dass das auch kann matt ablesen, weil auch das sind Informationen, die denken, ich habe nicht mehr, wenn ich mich bei der Patron vorstelle gehen, mit meinem Diplom, aber auch, wenn ich auf eine Universität will gehen, an einem spezifischen Studiengang will rankommen, die extrem, extrem wichtig wollen, können sind. Dafür machen wir auch genau das dort. Wir denken auch, dass die Schullandschaft muss mich unterschiedlich aufstellen, am meisten einzelnen Besuch von den jeweiligen Schülern muss entgegenkommen, für alle auch Schüler, die Talente haben an die Ideen auch ganz besonders wollen nach vier streichen. Dafür haben wir ja die Schulen die Freiheit gehen, hier Sektionen am Enseignement Secondaire Klassik mit eigenständig können zu gestalten, Fächer können auszutauschen, Schwerpunkte nach leicht anders das können zu setzen, dann auch über Optionsfächer natürlich ein zusätzlich Offert können zu machen. Muss eine Kader dafür geschaffen werden, muss natürlich immer irgendwo organisiert werden, muss an einem Stundenplan dann auch möglich sein, wenn alle Schüler ob einer Premiere, wenn das da 20 sind, haben nur noch eine andere Option will machen, da geht das dann auch irgendwo nicht mehr. Mit die Freiheit da, Hund schulen, aber Hund in sie gehen, für wirklich nur unterschiedliche Offerte können zu machen. Dort beim Campus, wie hier in der Stadt, um Lampersbirch oder um Gäseknäppchen oder unter dem Nordstadt oder unter dem Esch, haben nur unterschiedliche Offerten auch um Niveau von einer Dösiam, einer Troisiam, einer Dösiam, einer Premier entstehen. Und dann auch die Schüler, die wirklich seine Interessen, seine Talente, kann nur gehen und nur noch ein Stück Maker machen, auch 400 Premier schon, wie das eigentlich bis so der Fall wäre. Und das natürlich auch nur zertifiziert wird und dass das auch auf dem Diplom drauf stehen könnt, weil es kann extrem wichtig sein, ab der einer oder einer Hochschule oder Universität können ranzukommen. Und auch die Möglichkeit geschaffen, dass die Schüler, denen das wünscht, dass denen auch seine Sprachkompetenzen ein zusätzlich kann testen lassen, am europäischen Referenzkader, weil auch das oft ein Kriterium der Admission bei Universitäten und bei Hochschulen am Ausland ist. Aber wenn wir so mir dokumentieren als Fächer oder als Sprachfächer, da soll man natürlich schon wert für ein Niveau mal auf einer Premiere an der engen und an der anderen Spruch auch unstreben. Wobei natürlich nach eins zu nennen steht, also bestimmt ein 60 am Examen schreiben oder ein 30 am Examen schreiben. Und dafür gibt natürlich nach eins so zusätzlich ein Zertifikat gefragt. Mir da das ein Offer, den wir den Schüler an der Primaner machen. Wir haben eine Experienz gemacht, die ist in einer Reihe von Jahren umgegangen, die Präparation für das Doppelnamen-Examen Grand École. Ich muss sagen, dass ganz positiv auf der einen Seite ist, aber auch nicht so positiv auf der anderen Seite. Ganz positiv, weil all die Jungen, die DW da am ersten nach Alice gegangen sind, auf einer Grand École gekommen sind. Hanno, das weiß, dass das sicherlich ein Sprungbrett kann sein für den einen und den anderen. Mehr was Negatives sind da ganz, ganz wenig, die es machen, sodass man nicht unbedingt ein Modell schenkt zu sehen, was ein volles Modell ist oder wo ein extrem großes Demand ist. Wir haben auch schon ein paar Mal analysiert, wer den auch kann zusätzlich anbieten, gucken, dass das, was den da möchte, auf anderen Plätzen, vielleicht bei der Uni Lützebüsch, kann nur gerechnet kriegen, als ein vielleicht von den Pisten, auch bis los, dass es da an den Bereich von der Gestion gegangen ist, die Formation, die du gemerkt hast, kann nur richtig an den wissenschaftlichen, technischen Bereich rangehen, für du vielleicht eigentlich mehr Junker umzuziehen, die andere Interessensgebiete haben. Mich ging aufgrund von der Dota-Experienz auf jeden Fall lohnt nicht unbedingt spüren, dass ganz viele andere Demanden auch da wären für die Präparation auf einer Hochschulen, spezifisch Hochschulen, wo wirklich ein Examen d'Admission notwendig ist, den ich normalerweise als Primaner nicht einfach mit links möchte, wo ich intensiv muss drauf präparieren. Da haben wir nicht gemerkt, dass das wirklich demand wäre.
Themen wie der Latinum zum Beispiel, wissen wir aber auch, dass das auf vielen Universitäten auch angeboten wird. Wenn ich das brauche, dann kann ich auch da auf die Universität gehen, das belehren, wenn ich das dann habe, komme ich an den Studiengang ran. Da haben wir auch nicht unbedingt bis well gesehen, dass das als Obligation oder als Notwendigkeit wäre, für das Studenten hier am Land anzubieten, weil es andere Akteure gibt, die das dort machen, wo sie das fanden.